In den vergangenen Videos hatte ich die Hoffnung auf baldige Kursanstiege im Gold- und Silberpreis immer wieder gedämpft und auf weitere Kursverluste hingewiesen. Diese Prognose hat sich bislang vollständig erfüllt und die Bären arbeiten ein Korrekturziel nach dem nächsten ab. Ob sich bald eine mögliche Umkehr und Startpunkt für eine Rallye etablieren kann, das schauen wir uns in diesem Video an. Ich blende noch kurz die Risikowarnung ein und dann geht's sofort weiter. Ja, auf jeden Fall schlechte Laune bei den Gold- und Silberbullen, nehme ich an. Wahrscheinlich Gold sogar noch mehr als im Silberpreis. Wir fangen mit dem Tageschart an, das heißt mit dem mittel- bis langfristigen oder eher langfristig bis sehr langfristigen Anlagehorizont. Und da sehen wir Folgendes. Bislang hat sich die Prognose erfüllt, dass wir weiterhin in der Korrektur drin sind. Es hat sich sogar jetzt, es etabliert sich so langsam, aber sicher ein bearischer Aufbau, der noch nicht abgeschlossen ist. Aber wir wissen ja, und das hatte ich auch in den letzten Videos immer wiederholt, solange wir nicht über die 2070-Dollar-Marke drüber klettern, haben die Bullen ein echtes Problem. Und es besteht im Tageschart auf die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, die Gefahr, dass wir in Richtung 1327 abrutschen. Natürlich ist es ja nicht in Stein gemeißelt, denn momentan sehen wir einfach nur eine Korrektur, aber dieser Schwung über die 2070, der wäre eben mal echt wichtig, damit sich das Ganze hier mal ein bisschen weiter in Richtung Norden fortsetzen kann. Übrigens, by the way, selbst wenn wir irgendwann mal in diese Sphären hier unten abtauchen sollten, ist dieser gesamte bullische Aufbau, den wir seit 2015 gesehen haben, nicht kaputt. Ja, also es wäre einfach nur Teil einer zugegebenermaßen gigantischen Korrektur, aber die haben wir in den letzten 10, 20 Jahren im Goldpreis immer mal wieder gesehen, auch wenn das insbesondere an den Hochpunkten die meisten immer nicht wahrhaben wollen und den Goldpreis schon bei ja, endlosen Zahlen sehen. Ähnlich wie beim Bitcoin übrigens, da auch immer die ähnlichen Reaktionen auf die Videos. Aber gut, ne? Also wie gesagt, wir wollen ja auch als Goldbulle jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Mir ist es sowieso egal, in welche Richtung, Hauptsache Bewegung drin. So, also vom Tageschart nichts Neues zu berichten, außer dass es hier weiter fleißig in Richtung Süden geht und wir mal gucken, was er hier aus diesem bearischen Aufbau denn so macht. Und damit geht es gleich weiter in den 4-Stunden-Chart. Und ihr erinnert euch sicherlich, ich hatte euch ja ein mögliches Short-Setup hier vorgestellt, rund um die 1970er-Marke. Da ist er jetzt auch schon schön weit in Richtung Süden geklettert. Ich hatte gesagt, wir können hier relativ eng auch stoppen, knapp über dieser Marke von ungefähr 1983, 1984. Da ist er auch nicht nochmal drüber gekommen, sondern hat sich hier feiner die Prognose gehalten und ist hier in Richtung Süden unterwegs. Auch hier nochmal die Wiederholung. Das angepeilte Etappenziel liegt ungefähr bei 1769 $. Das ist noch ein gutes Stück. Also, und ich sag mal so, da konnte man hier vom Chance-Risiko-Verhältnis, ja, das ist durchaus attraktiv, kann man sagen. Also, das macht dann schon Spaß. Aber das muss natürlich so weitergehen. Also, bevor wir zu den bullischen Punkten kommen, gucken wir uns nochmal an, wo wir uns jetzt aktuell hier im neuen bearischen Aufbau befinden. Wir können auch hier vom bullischen Zyklus das Ganze mal hier weiter in die Korrektur ziehen. Wir hatten hier in dieser Seitwärtsphase mal den ein oder anderen Versuch, dass sich hier eine neue bearische Range aufbaut. Das ist alles kaputt gegangen. Heißt jetzt nichts für die Korrektur. Heißt nur, dass wir hier einen neuen Aufbau sehen seit dem 16.06. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir hier in den Endzügen, so langsam aber sicher in den Endzügen dieses bearischen Impulses liegen und alsbald die Möglichkeit besteht, dass wir hier eine ja, mehr oder weniger große Erholung sehen, die dann in einer neuen bearischen Range endet. Das heißt, wir haben dann setzen diese bearische, große bearische Aufbauphase fort, wenn sie dann im Kleinen abgeschlossen ist und sollten uns dann weiter in Richtung 1769 bewegen. Was müsste jetzt passieren, damit der hier wirklich mal damit wir von bullischen Impulsen sprechen können, dass wir wirklich sagen können, ja, hier lohnt sich's mal wieder reinzugehen, weil aktuell ist ja wirklich das fallende Messer, ne? Müssen wir ehrlich sein. Also wenn ich jetzt hier irgendwie blind nachkaufe, da muss ich echt unfassbar viel Glück haben, dass es dann wirklich weiter in Richtung Norden geht oder ich bin halt einfach nur verrückt, ne? Also das hat ja dann irgendwie mit sinnvollem Trading überhaupt nichts zu tun, wenn ich nicht mal den leisesten Hauch eines Anzeichens habe, ne? Was müsste also passieren? Also klar, man kann natürlich sagen, ja, wenn wir hier neue Hochs bilden über 2064 $, dann geht es bestimmt weiter. Ist dann aber ein Stück. Ne? Deshalb würde ich sagen, wäre es schon mal super, wenn wir überhaupt so etwas wie eine bullische Aufbauphase sehen würden hier auf dem 4-Stunden-Chart. Und davon ist aktuell weit und breit nichts zu sehen. Aber auch gar nichts. Ja? Das, was ich vor allem anpeile, ist hier im 4-Stunden-Chart dieser Bereich ungefähr bei 1866 bis ca. 1871. Das ist hier noch ein offenes Gap. Ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte im März damals schon gesagt, hier müssten wir mal einen Close vollziehen, im Silber übrigens auch. Da waren damals schon die Kommentare drunter unter dem Video, ja glaubst du denn wirklich, dass so ein Gap-Close mal wieder kommt? Gold steigt doch jetzt nur noch.
So, ja, also jetzt müssen wir mal gucken, wie weit es damals war, die Strecke in Richtung Süden. Ne? Und jetzt sind wir nicht mehr weit, sage ich mal so. Aber wie gesagt, ich wünsche es ja keinem, dass er hier sein Investment, der vielleicht relativ hoch hier eingestiegen ist, sein Investment hier verliert. Aber naja, ich glaube, manchmal muss man auch erstmal so richtig auf die Nase kriegen, bevor man merkt, dass man das, was man da tut, doch nicht so ausgereift ist und da zu viel Bauchgefühl und Wunschdenken drin ist, als man vielleicht bislang dachte. Ne? Also auf dem 4-Stunden-Chart fassen wir nochmal zusammen. Die bärischen Impulse laufen hier fleißig weiter. Ich gehe davon aus, wenn wir jetzt mal vom bärischen Standpunkt ausgehen, dass es hier alsbald mal eine mehr oder weniger große Erholung geben sollte, die dann in weiteren Abverkäufen in Richtung Süden endet. Und wenn wir die nächste bullische, also kleine bullische Erholung sehen sollten, dann kann ich auch sicherlich noch mal ein bisschen präziser werden, was die nächsten Korrekturziele anbelangt. Vielleicht liegen die dann sogar noch unter den Niveaus, die ich schon genannt habe. Aber müssen wir erst mal gucken, ne? Und für die bullische Seite brauchen wir erstmal wieder einen bullischen Aufbau und dann haben wir genug Zeit, uns dort wieder entsprechend zu engagieren. So, damit haben wir jetzt quasi den lang- bis sehr langfristigen und den mittel- bis langfristigen Aspekt abgedeckt. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns die kurzfristigen Dinge an, denn die sind auch sehr interessant. Und da rücken wir vor allem dieser Frage etwas näher, wo denn so ein möglicher Umkehrpunkt sein könnte. Ja, wo es denn dann wirklich mal zur Erholung kommt und wo sich dann vielleicht auch mal wieder diese Chance auf eine bullische Aufbauphase bilden könnte. Aber bevor wir in die kurzfristigen Szenarien schauen, möchte ich euch einen Tipp geben. Alle Woche wieder. Sicherlich sucht ihr immer mal wieder ein paar frische Impulse für euer Trading. Falls ihr es noch nicht getan habt, schaut deshalb am besten bei meinen drei schnellen, kostenfreien Trading-Tipps vorbei. Training für euch völlig neu gedacht, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Pausiert das Video kurz, meldet euch fix an und dann geht's weiter. Viel Spaß damit. Und nachdem ihr euch die Tipps gesichert habt, machen wir weiter im Text. Wie versprochen, im kurz- bis mittelfristigen 15-Minuten-Chart. Auch hier nochmal das kurze Resümee. Wir hatten hier mal ein Short-Setup gestartet vor einiger Zeit. Das war schon Anfang, Mitte Mai. Und das erste Ziel, erste Etappenziel war so bei 1943 gelangt. Das haben wir auch wunderbar abgeholt. Und hier eine zweite Bearish Range gebildet. Ich hatte damals schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir nochmal tiefer gehen. Also, dass wir hier diese Erholung, dass das in aller Wahrscheinlichkeit nach ein Fake sein wird und wir nochmal tiefer gehen werden. Das haben wir hier auch getan, Mitte Juni, also Mitte diesen Monats. Und wir haben aber immer noch keine wirkliche bullische Erholung gesehen. Also ich hatte ja gesagt, falls sich diese bearischen Impulse, dieser bearische Trendkanal, den wir hier sehen, wenn der sich wirklich zu einem ausgewachsenen Abwärtstrend entwickeln soll, also klar, das ist ja jetzt schon so eine Art Abwärtstrend, ne? Aber auch ein bisschen längerfristiger hier im kurzfristigen Rahmen, dann brauchen wir hier mal wirklich so eine bullische Aufwärtsbewegung mit Fake-Ausbruch und allem Pipapo, die dann aber wieder zerstört wird. Das bräuchten wir und dann könnten wir auch so etwas auf der mittleren und vor allem auf der größten Trendebene hier im 15-Chart auch noch weiter entfernte Short-Kursziele angeben. Das ist bislang nicht passiert. So. Aber ich gehe davon aus, weil wir jetzt rein zyklisch an einem Punkt sind, wo es mal wieder Sinn machen würde. Also es hätte jetzt schon auch in den letzten Malen schon auch mal Sinn gegeben. Da hat es der Kurs quasi oder der Markt ein Stück weit verpasst. Jetzt sind wir aber momentan an einem Bereich, wo es zyklisch Sinn machen würde. Und wenn wir das hier wieder nicht sehen, dann würde es wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, bis wir die nächste Möglichkeit haben, dass es hier zu einer größeren bullischen Erholung kommt und dann einem Ausbruch entsprechend. Ne? Also deswegen Augen auf aktuell, das wird sehr, sehr spannend. Was ich hier vor allem im Blick habe, ist diese Marke bei ungefähr $1.868. Dieser Bereich, den sollten wir mindestens in Richtung Süden anlaufen. Also ich gehe davon aus, dass wir diesen Bereich mindestens erreichen. Und ihr seht schon, wo wir uns da befinden. Ja, wir sind immer noch, ihr seht die beiden grünen Linien hier, wir sind immer noch in diesem abwärtsgerichteten Trendkanal und er hat auch seine Berechtigung. Ihr seht es ja hier. Ich habe ihn damals hier oben eingezeichnet, noch im Mai. Und wir haben ihn immer wieder angelaufen. Wir hatten auch mal diesen Fake-Ausbruch in Richtung Norden und seitdem immer wieder nur noch von unten angetippt hier. Ihr seht es immer wieder und der Kurs schafft es einfach nicht drüber. Und da kommen wir auch zu diesem springenden Punkt. Wir müssen ja nicht nur diesen Mindestbereich der Korrektur anlaufen, sondern es wäre natürlich auch echt ratsam, wenn wir mal aus diesem Trendkanal ausbrechen oder überhaupt mal eine bullische Aufbauphase bilden, also irgendwie was Nachhaltiges, ja, was sich irgendwas, was uns hier was präsentiert, bullisch, und das ist auch hier im M15 überhaupt nicht sichtbar. Ja, also ich wünsche es jedem Goldbullen, dass hier da mal wieder irgendwas passiert in der Hinsicht, aber momentan, pff, nee.
Also sieht man gar nichts. Ne? Also das ist einfach die bittere Realität. Vielleicht sieht das nächste Woche schon anders aus, aber momentan ist das einfach der Stand der Dinge. Und ich sag mal so, wenn ihr das alles nicht habt kommen sehen, ja, wenn ihr diese verschiedenen Etappenziele, die ich auch immer wieder genannt habe, wenn ihr das nicht seht, wenn ihr zu sehr auf diesen fundamentalen Rahmenbedingungen rumreitet, ja, euch zu sehr an irgendwelchen Wirtschaftszahlen oder Inflationszahlen orientiert und sagt, es müsste doch und der Goldpreis muss doch, er muss gar nichts. Ne? Der Markt gibt uns diese Vorgaben. Und wenn ihr immer noch so denkt, dann wird euch das irgendwann mal und da einfach auf die Füße fallen. Ja? Also da muss man irgendwie mal sein Denken vom subjektiven Traden, wenn man es dann überhaupt Traden nennen kann, wirklich mal aufs objektive Traden, dass man nur das macht, was 100% objektiv ist, ohne Bauchgefühl, ohne Bauchgefühl und ohne irgendwas, was man sich von irgendwelchen Finanzjournalisten, die sich als Trader ausgeben, dann vielleicht ja, versucht dort irgendwas rauszulesen. Ja, lasst euch da nicht allzu sehr mitreißen. Es gibt nämlich auch viele da draußen aus dem Edelmetallbereich, die jetzt auch den einen oder anderen YouTube-Kanal sehr erfolgreich in die Höhe schießen lassen, ne, weil das ja viele interessiert. Und die haben natürlich ein mächtiges Interesse daran, dass Edelmetalle gekauft werden. Ja? Und dass man da natürlich immer davon spricht, Gold und Silber to the Moon und bald hier 10.000 und 100.000 und was weiß ich nicht alles, sollte man vielleicht mal hinterfragen. Ja, cui bono? Also wer profitiert davon und ob man sich dann von solchen Leuten, die das Zeug ja auch kaufen, in diese Richtung treiben lässt und da eben sein objektives Traden und objektives Investieren hinten rüberfallen lässt, das sollte man sich vielleicht zweimal überlegen. Ne? Und wenn du Trader oder Investor im Bereich Aktien, Rohstoffe, Währung oder Kryptos bist und vom relativ planlosen und glückabhängigen Abschätzen von Handelschancen in regelbasiertes, absolut objektives und stressfreies Analysieren wechseln möchtest, dann können wir dir helfen. Wir haben für jedes Erfahrungslevel die passenden Ansätze parat und können dich innerhalb einiger Monate voller Aha-Momente deinen Wünschen näher bringen. Melde dich unter www.sogetrading.de oder über den Link in der Videobeschreibung für dein kostenfreies Erstgespräch und lass uns schauen, wo du aktuell stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich schnellstmöglich dorthin bringen können. Weniger Stress beim Traden, mehr Work-Life-Trading-Balance. So geht Trading. Euer Peter Seidel.